So, willkommen zurück zu Anisa Geburt, die Wiedergeburt, und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Okay, wahrscheinlich wir müssen irgendwie darüber. Ah, was denn jetzt schon wieder? The darkness. It feels like I'm losing control. Ja, ist auch voll dunkel hier. Wo hier überall Licht an ist. Nee, da blickt doch gar nicht rüber, verdammt. Mann, diese Steuerung hier, Alter. So, ich will da oben hin. So, wie liegt das haben? Oh, kein Licht mehr und doch Streichhölzer habe ich noch. Ah, manche Rätsel sind schon echt komisch. War doch echt stabil. GG. So, wir haben kein Öl mehr. Und keine Streichhölzer mehr. So lobe ich mir das natürlich. Also mit Streichhölzer sind sie aber heute wieder sehr, sehr gnädig. Leute, macht keinen Quatsch, gebt mir Streichhölzer. Aber das Vieh ist direkt hinter uns, ne? Oh, das ist wirklich, glaubt mir. Das ist ein Irrgarten. Ich muss mich so hart konzentrieren.
Aber wir müssen hier ganz schnell raus. Weil die Dunkelheit... Scheiße. Boah, dieses Vieh. Er ist direkt hinter uns. Oh shit, Mann. Alter Schwede, ey, dieses Spiel, ne? Holy Macaroni vom Feinsten, ey. Mann, ey, kauf mein Merch. Man denkt sich auch, ah, so ein kleines Indie-Game-Spiel. What do you want? Oh, ah. Er zeigt mir den Weg. Also wenn ich in dieser Höhle wäre, ich hätte jeglichen Überblick, hätte ich verloren. Well done, precious one. Bald ist ein halbes Labyrinth das Spiel. Aber das Gute ist, wir kommen richtig gut voran. Denke mal, das Schwierigste haben wir hinter uns. Oh, hoffe ich mal. Und ja, war auf jeden Fall ganz schön heftig. Ja, die Zeit muss kurz sein. Please be there. Please. Little one. I don't think I can do this on my own. Okay. Weiter geht's. Aber diesmal haben sie sich diesmal wirklich im Spiel sich echt was einfallen lassen. Na, zeigt er uns wieder den Weg. Who are you? What do you want? Wir folgen einfach dem Wasser. Ist das Beste, was wir machen können. We came this way. Hank, stay with me, Hank. That's not good, Mistrio. Not at all. We may reach Hank, but he will not. Fuck. So, wir, ich glaube nicht, dass wir da lang können. Nee, da konnte ich mir schon denken.
Christ Almighty. Don't go near it. Tazi. Follow. Hope. Life. I think she's trying to help us. Oh my god, oh my god, oh my god. My god. It's a fucking devil he's wanted us. Ja, der Teufel höchstpersönlich. 4th of March, 1937. I am Tazi Trianon. I survived the crash of the plane Cassandra. With me are Hank Mitchell, Yasmin Shabani, Dr. Anton Metzier, Leon De Vries, and Malik Tambura. My husband, Salim, and others are in a cave near the crash and need help. Some have died. Richard Fairchild could not handle what we saw here. He ran. Alex Sterling has gone after him. We can't wait. We must do something that is utter insanity. Hank Mitchell, our leader and my friend, was badly wounded by a creature in the fort. Yasmin calls it a ghoul. A flesh-eating monster from desert legends. She may be right. Hank is losing blood fast. And he will die. There is no time to get to help. There is a shrine here. To a local spirit. This will sound like madness. She appeared to us. A figure of glowing light. She spoke to us. She offered healing and to save us from the desert. And I agreed. She led us to an amulet, hidden here in the shrine. I took it. Now there is a shimmering doorway in the rock. I swear it wasn't there before. If we step through, Hank might survive. He is so pale. Oh, Salim, I don't know what else to do. This is crazy. But I promise, I will return to you. Fuck. Oh, endlich mal, wo ich nix vorlesen musste. Tazi? Tazi? Hello? Yes. Yes, I'm here, Doctor. Oh, it's so good to hear your voice. Ah, you're still... Well, where are you? The Oasis. Oh, we were here before. What happened to us? I just read something I wrote. There's a spirit, a glowing spirit. I've seen her. I will explain it all, Tazi. Come to the village. We have lit a beacon in the tower. Look for the smoke. Thank you. Doctor, you talked about my blackouts. I have these marks on my skin, and I keep losing control. You gave me a medicine. What's wrong with me? I do not know for certain. We need diagnostic implements, reference books, civilization. Remember, Tazi, control yourself. Avoid fear. Avoid anger at all costs. I have to go. Yasmin, she needs me. Doctor? Doctor! Shit! Vermeiden Sie jede Angst und Wut. Na, er hat gut reden. Er hat ja nicht durchgemacht, da was wir durchgemacht haben. There's the smoke. Ja, da ist der Rauch. Aber wir müssen laufen. Wir haben kein Fahrzeug. Aber wir können ja rennen. Das beruhigt schon mal. Oh, little one. A village. People. A way home. Paris. You love Paris. We'll go walking in the Luxembourg Gardens. I'll show you where Alice used to play. Be okay, little one. Please be okay.
komischer Adler da. Der ist für mich aber auch ein Rätsel. Okay, weiter geht's. When we get to the village, you can meet the doctor. And Yasmin, she's from Algiers. She's nice. And we'll figure out what's wrong with me. All will be well. All will be well. Ich glaube nicht, dass wir da einfach ins Dorf können. Weil wenn ich mir das hier schon wieder hier angucke. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber wir waren wenigstens mal drin. Das ist nicht ihr Ernst, ey. Der Sand hat uns verschlungen. Oder besser sagt, der Sand verschlingt uns. We were so close. What the hell is this place now? Mann, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Streichhölzer. Ah, okay. Die Tür hier da schon mal auf. Ja gut, gibt's ja nur den Weg erstmal. Und schon sind wir wieder woanders. Die ist hier echt, Alien-Invasion. Von den Aliens entführt. Und vergewaltigt. Deswegen bin ich schwanger hier im Spiel. Ja, okay, das sieht hier schon echt alienmäßig aus. Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. Ja, im Brunnen fallen ist natürlich auch eine feine Sache, wenn man da nicht mehr rauskommt. Oh, was ist denn das hier? There must be a way back. Ey, wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Okay, das funktioniert nicht. Unter dem Zeichen der Ranu am dritten Aufgang zum ersten Ruf mache ich Adaru diese Aufzeichnung. Ich habe die Proben der Herrscherin mit jenen der Knochen ihrer Mutter, der gesegneten Artur, verglichen.
Es ist eindeutig, dass beide von der Krankheit befallen waren, obwohl ihre Ahnen sie nicht aufwiesen. Vital ist zwar mächtig genug, um Knochen und Sehen wiederherzustellen, aber ohne wiederholte Anbindung verschlechtert sich der Gesundheitszustand wieder. Eine einzelne Dosis heilt nicht, sie drängt den Vorfall bloß vorübergehend zurück. Die Marco befiehlt mir, mit wiederholter Verabreichung zu Experimentenmengen, Einstichstellen, Zeiten in ihren Namen. Sagt da irgendwelche Experimente. Unter dem Zeichen der Ranu am vierten Aufgang zum achten Ruf mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Ich habe Temakus Anweisungen befolgt und die ältesten Aufzeichnungen der Krankheit unserer Herrscherin mit den neuesten Proben verglichen. Temaku hatte recht, bei den ältesten Proben waren beide Reproduktionsorgane intakt, wenn auch geschwächt, was bedeutet, dass sie vor der Wiederherstellung ihrer Wirbelsäulen funktionstüchtig gewesen wären. Seit der zuvor von Vital sind die Organe allerdings glänzend verkümmert. Wieso hat die Substanz sie nicht wiederhergestellt? Hat sie degenerative Krankheit noch vor Beginn der Behandlung bleibende Schäden verursacht? Ich habe gefragt, ob ich einen Bericht für die Herrscherin vorbereiten soll. Doch Temaku meinte, das wäre nicht nötig. Diese Angelegenheit wäre bloß für Alchemisten von Interesse und kein Grund zur Sorge, denn sie ist unsterblich in ihren Namen. Okay, warum kann ich jetzt das jetzt hier nicht lesen? Wahrscheinlich, weil es orange ist. I've seen that before somewhere. The woman from the Oasis. Ich sag doch hier irgendwelche Experimente. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Okay, ah, da hat sich dann die Tür geöffnet. Okay, alles klar. I find myself again confined. A day should not matter, but each day feels like waste. There is so much to do. Temaku tells me that now, with Vitae, I have forever. But the people who depend on me do not. There is always something. Invasion, rivalry, sickness, penury. I have my duty. Perhaps I should end these sessions. Now they've found a way to stabilize the disease. I should be ecstatic. I should accept my fate and move on. It is such a faint hope that they can find any way to heal me. That they can find any way to grant my dearest wish. Now you are eternal, says Temaku. Now you need no heir. None of them understand. This is not about politics or securing a future. This is not for the Empire. This is for me. Just for me. Also das ist hier schon alles sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, was das hier alles ist. So, aber diese Tür scheint offen zu sein.
Tausendgänger. Okay, der ist kaputt. Und das kann hier erstmal alles raus. Können wir nicht lesen. It feels like it's waking up. Ja, wir nehmen die Kugel einfach mal mit. Unter dem Zeichen der Idu am ersten Aufgang zum achten Ruf mache ich Kita diese Aufzeichnung. Die Konfiguration des neuen Versuchtors wurde durch den Ausfall eines subsidiären Knotenpunkts verzögert. Mihara, du musst sie zum nächsten Aufgang abschließen, so wie du darauf vorbereitet wurdest. Platziere die Kugel in der Mitte, wähle die Fokussymbole für diese Einstellung aus und setze zwei volle Zellen Vitara ein. Besinne dich auf Timarkus Unterricht, Mihara. Meistere die Kugel, deine Konzentration und Disziplin werden es sein, die das Tor öffnen und es Gegenständen ermöglichen, wieder zwischen den Welten zu reisen. Also wie so eine Art Portal, kann man sagen. So, da hat sich auch schon wieder die nächste Tür geöffnet. Ach du Heilige. Ey, was ist denn das hier für ein Ort? There was a white sun at the great gate. It tore the air and the land. A corruption of living flesh crawls from the hole in the world and turns all to ash and rust. The control stones have turned against my kindred, shaping them into floating wraiths of nightmare. The city falls. I am to blame. My companions took my formula, some to use it to destroy the Vitae at the gate, others to infect the Vitae pipelines and end the suffering. The gate has indeed fallen, but catastrophically, unleashing energies beyond belief. Still the factories scream. We have failed in the worst of ways. It is my duty to stay at my post, to see if I can find means to end it. I have no choice but to use the Vitae. An ocean holds the great Empress to life, so a meager portion will suffice for me. If any find this record, know that I was the traitor Kita, alchemist, apprentice to Timarku. Forgive us our folly. Ja, ist schon. Echt Wahnsinn, was hier abgeht. Da haben wir auch schon mal so eine kaputte Zelle. Timarku's early experiments with the orbs summoned an entity, a creature, that scarred the world with its passing and wreaked utter destruction. The scar took the form of living, pulsating flesh. I have studied the orb, and I now know why the scars appear.
I believe I can make use of the same perturbation to achieve our own ends. Okay, wir haben ja hier schon mal eine Zelle gefunden. It has taken me many, many rises in the gaps between my work for Tamarco, but finally it is done. I have a formula which is in sympathy with the pulse of the orb. I can provoke the symptoms of the red flesh, and with it will come destruction, channeled through the Vitae network. This might be the answer we seek. Ich sag ja, die haben hier irgendwelche Experimente gemacht. Sehr schön. So, und die könnte ich doch theoretisch hier einsetzen. Und die Kugel. Da müsste ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. So, die ist schon mal zu. Aber ich kann noch bestimmt. Mit dem Ding hier die Tür öffnen. Nee, leider nicht. Ja, die bleibt rot. Ja, ja, aber ich muss ja da auch erstmal hinkommen. Das hat was bestimmt mit der Teil hier oben zu tun. Oh Gott, so ein Rätselding hier. Jetzt fragt sich bloß. Welche Reihenfolge? Wie kriegt denn das jetzt am besten raus? Ah, warte mal, Moment. Die drei Symbole da hinten. Moment. Das ist eigentlich schon mal richtig. Aber ich habe mich schon gewundert, da hinten die Symbole. So, und irgendwas muss ich jetzt auch mit der Kugel machen.
Aber auf jeden Fall ist es schon mal richtig. Aber die Tür bleibt dann noch zu. Wie kommen wir jetzt darin? Das ist jetzt die Frage. Da kann ich weiter nichts machen. Ja, gute Frage, ey. Oder muss ich noch mal runter? Kann sein, dass ich noch mal runter muss. Was ich aber nicht glaube. Weil ich kann hier... auch weiter nichts machen. Und das hatten wir ja schon alles. Ja, der tapert wieder an so einer Kleinigkeit. Weil ich vermute, das hat irgendwas mit der Taille zu tun. Ist der Deckkalk schon nicht mehr rausnehmen? Ja. Gute Frage, ey. Wie komme ich jetzt da durch? Kann ich, weiß ich jetzt ja nicht. Muss ich hier irgendwas drehen? Nee. Ach, hier der Hebel. Der Hebel. So, aber wie komme ich jetzt? Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn jetzt da wieder raus?
dieses Spiel macht mich fertig, ne? Das ist so heftig. Aber ich muss sagen, wir kommen richtig gut voran. Ja, so kann man sich täuschen. Oh, super, alle Wege weg. Ja. Okay. Das ist gut. Und wo muss ich jetzt? Wo muss ich jetzt lang? Hier runter? Nee. Ey, was ist denn das hier schon wieder? Alice? Das Spiel ist so krank. Alice! Aber manche Rätsel waren schon echt herausfordernd. No, 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 no. You're so much bigger. This can't be real. Wake up. Wake up, Tessie. Oh, God. Oh, God, Mother Mary. What am I going to do? Come on. So, ich würde auch sagen, wir machen... Hier erstmal Stopp. Also wir haben schon ordentlich was geprügelt. Und dann bedanke ich mich schon mal für das Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Amicia Rebirth, die Wiedergeburt. Also haut da rein und bis dann.